Curse you, Pygma. Why did you run to such a vile place? This colony's supposed to be a hideout for all sorts of criminals! Don't you idiots know? This is part of Lord O'Donnell's territory! Hey, who let you in? This is the Star Fox team. We're here for a hog named Pygma. We don't want trouble. We don't know about no Pygma or any other fool. And now we know you're Star Fox, you ain't going nowhere! Come on, you lazy scum! Let's skin this fox and his whole crew! Get more guys up here! Come on! Hey, I got a message from my dad! It's about the core memory that Pygma nabbed! He says it might contain the location of the Aperoid homeworld! We've gotta get it back, no matter what! Gateway initiation detected. Enemy force increasing. Even if we pound them, this is gonna become a war of attrition. Gotta do something about those transfer gateways. Okay, Slippy and I will wipe out the transfer gateways at the hideout. Understood. Falco and Crystal, deal with those battleships outside. All right, leave space to us. Be careful, Fox. You too, Crystal. Ja, und mit dieser Zwischensequenz heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Star Fox Assault. Mission 3. Bring den Unterschlupf in deine Gewalt. Ja, jetzt müssen wir herausfinden, wo sich Pygma in diesem Unterschlupf jetzt befindet. Aber erstmal müssen wir uns um die Transfereinheiten jetzt kümmern. Ja, das nenne ich meinen Unterschlupf. This is Fox. I've made it inside. How are things on your end, Slippy? I made it too! Okay, let's get this operation started. Falco, look! There! A battleship! And here we go! Los geht's! Mission start! Gut, erstmal die Transfereinheiten erledigen. Es gibt 6 Stück hier. Und die sind hier im ganzen Unterschlupf auch richtig gut verteilt. Und deshalb muss man hier auch richtig gut sie finden. Aber ich bin mir sicher, dass wir keine Probleme damit haben werden. Und ja, es gibt auch noch hier weitaus fortgeschrittene Gegner. Als die, die wir auch gesehen haben. Und Slippy ist auch hier, der gibt mir einigermaßen hier auch Deckung. Der befindet sich, glaube ich, irgendwo auf der oberen Ebene. Aber wir müssen uns erstmal hier auf der unteren Ebene erstmal kümmern. Oh, jetzt diese blöden Kanonen. Ja, komm schon. Ja, ja, alles okay. Und Leute, falls ihr das gerade merkt, oben links. Ja, ja, Baby, ich weiß. Da oben links befindet sich so eine komische Anzeige. Diese Anzeige stellt quasi die Anzeige der feindlichen Weltraumschiffe. Wenn die voll ist, dann wird Falco und Crystal es ja problematisch haben, uns dann dabei zu unterstützen. Denn sie werden dann umgeschlossen und sie können dann nicht raus. Wir werden quasi die dann beiden verlieren und wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Anzeige voll ist. Ansonsten, wie gesagt, dann haben wir Probleme. Enemy ship down. No mercy. Sehr gut, Falco. Ja, Slippy, macht ja auch mal jemand fertig. No mercy. No mercy. Slippy, hinter dir, verdammt! Slippy, ne? Sorg dich nicht mehr um mich, sorg dich mehr um dich. Man hat sich von hinten angeschossen. Mach so eine Kacke nie wieder, okay? Gut. Das weiß ich, Slippy. Halt da unten Deckung und ich mach das schon alles. Komm schon. Das war doch ein guter Schuss. Okay, scheinbar kann Falco und Crystal die Lage im Weltraum noch für sich entscheiden.
Das ist ja gut. Weil wir können uns dann nämlich auch auf die Hauptaufgabe hier konzentrieren. You can use a sniper rifle to pick off foes at a distance. Das weiß ich, Baby. Das Scharfschützengewehr ist übrigens auch richtig gut, weil sie kann auch sehr, ja, sehr gut gepanzerte Gegner auch damit erledigen. Also die empfiehlt sich auch auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir diesen da erwischen. Use careful timing when hurling grenades. Ja, ja, ich weiß. So, irgendwo da oben befindet sich die Maschine. Ich glaube, das hat nicht funktioniert, oder? Nee, das hat nicht funktioniert. Die Maschine ist noch da. Ja, mach das doch. Mal sehen, wie ihr das bis zum Ende halten könnt. Hier eine Granate für euch. Ja, diese blöden Roboter, die haben diese blöden Schilde. Du auch weg. So, die Roboter sind erledigt. Hey! Eine weitere Maschine ist auch erledigt, das ist schon mal gut. Na, da ist hier aber einer noch versteckt. Wollte mich aussexen, was? Nee, 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 Mann. Nicht heute. So leicht könnt ihr mich nicht besiegen. Fox, there are new enemies on the space front. Ja, das sehe ich. Okay, da muss ich jetzt mal zusehen, dass ich diese Anzeige jetzt irgendwie sinken lasse. Ich darf nicht zulassen, dass die voll ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, haben wir Probleme. Nicht nur ich, sondern Falco und Crystal auch. So, Sleepy, halt dort die Stellung. Ich komme gleich wieder. Das finde ich übrigens auch richtig gut, dass man hier auch den Wechsel zwischen Fuß und dem Arming machen kann. Also dieser Wechsel hat es wirklich von sich. Also da hat sich Namco auf jeden Fall was Gutes einfallen lassen. Diese blöden Schlachtschiffe. Ohne die Schlachtschiffe sind diese gegnerischen Flieger, ja, wirkungslos. Die können da einfach nicht so viel machen. Die müssen dann einfach nur aufgeben und das war's. Da kommt schon. So. Und die haben ja auch noch auf den Asteroiden ein paar Abwehrkanonen platziert. Also dieser Unterschiff hat es mehr als wir dachten. Wir müssen noch zwei Schlachtschiffe vernichten, wie ich das auf der Karte jetzt gerade sehe. Beim letzten Mal dachte ich, dass wir nur einen davon vernichten müssen. Zwei. Ja, danke bitte. Ich habe mehr von ihnen erwartet, aber die sind anscheinend nicht so gut im Weltraum trainiert. Was? So, da ist dieses Schlachtschiff. Zielen und... Ah, Mist! Ja, ein Barrel Roll brauche ich jetzt zu machen, Baby.
Ah, falsche Taste, Leute, falsche Taste. Mein Fehler. Und tschüss. Schlossschiff, sehr schwer. Keine Sorge, Peppy. So leicht können die nicht besiegen. So. Da ist noch ein Flieger. Ja, der Weltraum ist gesichert. Fliegen wir zurück zum Unterschiff. Crystal und Falco, haltet weiter die Stellung. Ich regle das gleich mit diesen Transfereinheiten und dann hat sich der Job erledigt. Hier ist noch ein Junge. Oh, den habe ich aber übersehen. Und sogar eine S-Flagge haben wir auch noch. Nicht schlecht. Ja, da haben wir diese Barriere auch noch gefunden. Damit können wir jetzt in ganz Ruhe an diese Kanonen dann rübergehen. Aber sie dauert auch noch nur ein paar Sekunden. Also müssen wir auch da richtig ganz schnell reagieren. Ja, bei mir sieht es auch okay aus. Ich würde mal sagen, auch besser als zuvor. Destruction of transfer device confirmed. Correct, Fox. Only 3 transfer devices left. Sehr gut. Die schnappe ich mir so schnell wie ich kann. Don't forget to sidestep when you need to. Ja, das weiß ich. Looks like the other devices are in a higher area. There must be an elevator. Find it. Use careful timing when hurling grenades. Aufzug, was? Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Aufzug da vorne der richtige. Kann sein, dass ich falsch liege, weil wir müssen jetzt auf die obere Ebene. Dort befinden sich die weiteren Transfereinheiten. Benutzen wir ihn mal. So, this is the highest area in the hideout. Look out for enemy ambushes! Don't forget to sidestep when you need to. The machine guns are not working on that enemy! Sie sind einfach wirklich zu schwach. Und die Roboter selbst können nichts. So, hier Jungs, viel Spaß mit der Granate. Jawohl. Das weiß ich. Aber ich brauche die immer mit. Ich bin noch im guten Zustand. Schnell, komm. So. Boah, wie viele Panzerroboter haben die denn hier überhaupt? Das sind noch ein paar. Boah, das ist böse. Ja, da kommt noch einer. Nee, ist klar. Nur noch eine und dann ist die Mission geschafft. Blöde Kanonen. Er muss hier sein, weil da gibt es eine große Anzahl von Feinden. Hey Jungs, geht's. Hier, eine Granate für euch. Hohohoho, Mann. Die hat's erwischt. Jetzt müssen wir nur diese Transfereinheit erledigen. Ja, wir haben bis hierhin geschafft. Überrascht, was? Ja, ja. Mach dich da ruhig. Schön. Auf diese ganze Weltraumschlacht, Falco. Wir haben das Ganze geschafft. Der Unterschiff ist jetzt unser. You fools. What are you idiots up to now? Us, they're here. That new wolf? You're on my turf now. Watch your step, Fox.
I think I'll torment you a bit before I cook you. Allow me to introduce myself. I am Panther, and all who see my roles meet death. We're just here for Pigma, okay? Shut your traps and hand him over. Pigma? Don't know anything about Pigma. But there is one thing. I'm owed an apology. And I will have it. Wow. Kämpfen wir jetzt gegen Star Wolf? We didn't come here to Ach du meine Güte. That's easy to say after all you've done. Enough small talk. Let's settle this, Fox. It's unavoidable, Fox. Oh man. Gegen Star Wolf. Sogar seine. Sogar seine. Titelmusik spielt auch noch. Die berühmte Star Wars Musik. Ich glaube, es sagt's einfach, Leute. Meine Güte. Crystal, ach komm. Halte durch. Ich bin gleich da. Sleepy übernimmt jetzt die Kontrolle von dem Unterschiff und wir müssen jetzt mal Star Wolf den Arsch versohlen. Halte durch, ich bin fast da. Komm schon, komm schon. So, erledigt. Nice work, Fox. You're pretty good in the pinch. So, jetzt wird es Zeit, dass wir uns um Star Wars ziehen können. Oh, ist eine Bombe. Lock on the foes to use bombs. Ja, ja. Wir kümmern uns erstmal um Leon. Nee, ich wärme mich nur auf. Mit einem Chamäleon, weißt du? Der einfach es nicht drauf hat, sich mit einem Fuß anzulegen. Ach komm! What do you think I am? Leon ist erledigt, jetzt bleibt noch Panther und Wolf übrig. Und Wolf werden wir uns als letztes kümmern. Falco, jetzt du auch noch? Fox, get the guys to the rear. Ich dachte, du bist ein Ass-Pilot. Meine Güte. Sorry, Fox. I'm not too proud of what you just witnessed. Ist nicht schlimm. Manchmal muss man auch seinen Kameraden in Notsituationen helfen. Musik ist einfach richtig episch. Ich meine, wer bitte kennt nicht die Musik von Star Wars? Und Star Fox 64 war die auch richtig klasse. Ja, ja. Du wirst gleich deinen eigenen Todeshund unterzeichnen, weißt du? Ach du meine Güte, das ist sogar ein Schlachtschiff. Warum habe ich den übersehen? Oh nee, nicht für Raketen. Weg damit. Da ist Spencer, bei Crystal. Und tschüss. Nein, verdammt. Beinahe erwischt. How could this be? I've been... Jetzt ist nur noch Wolf übrig. Wolf gegen Fox. Das entscheidende Duell. Go down, Fox.
Ja, versuch doch mich zu erlegen, wenn du es drauf hast. Und tschüss. Nice going, Fox. That's the end of our operation. Sehr gut. That's enough for now, Fox. Come on, Wolf. Enough of this. Just hand over Pygma already. Pygma's no longer part of Star Wolf. And if he'd shown his filthy hide here, my men would have driven him out. But then where did Pygma go? Ah, the lovely Crystal. Words do you no justice. I am Panther Caruso. Here's to us all. Huh? Who's this idiot? Quiet bird. What was that? Forget him. Look, just tell us where Pygma is. How can I resist this beauty? I believe the comm record will point you toward Vecina. You talk too much. Panther, Leon, let's go. Remember this, Fox. Star Wolf will take you down one day. Wir werden sehen, Star Wolf. Wir werden das sehen. All ships are home. That was some reunion, huh? I would have been happy not seeing that face again. Ja, damit haben wir jetzt die dritte Mission geschafft, Leute. Wir haben auch noch dann, nachdem wir den Urschub dann in unsere Hände eingenommen haben, auch mit Star Wolf gekämpft. Aber in der nächsten Mission wird es weitergehen. Schaltet da ein. Es wird spannend.